Willkommen, meine lieben Minecraft-Fans, zu einem neuen. Keine Ahnung, was das Bild da zu suchen hatte, sollte eigentlich nicht da sein. Egal, willkommen zu einem neuen Projekt. Diesmal handelt es sich um unseren Community-Server. Ich wollte mal einfach mal so mit einem Cracked-Account mal drauf zocken und mich ein bisschen orientieren lassen. Das Projekt nennt sich apropos Minecraft Amok-Style. Ändern wir am besten auch den Minecraft-Namen. Amok. Ja, AMK. Und dann Style. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Server. Als erstes muss ich mein Passwort eingeben. Also ich muss mich registrieren. Das machen wir mit Slash Register und dann das Passwort. Dann nehmen wir natürlich Hallo 123. Hallo, natürlich tue ich jetzt ein anderes Passwort nehmen, aber jetzt nur mal so als Orientierung, falls ihr nicht wisst, wie das geht. Also zweimal das gleiche Passwort reinschreiben. Ich werde jetzt hier einfach ein Bild einblenden und dann schreibe ich was anderes rein. Ja, ich denke mal, das Passwort ist lang genug. Okay, ich packe das Bild wieder raus. Ich habe mich jetzt fertig eingeloggt, also alles ist mal weggegangen. Was gibt's hier apropos? Okay, als erstes landet man mit einem Stein-Starter-Kit und mit 32 Stakes. Da gibt es einmal eine GS-Welt, das sind apropos die Grundstücke. Da kann ich mal ganz kurz reingehen und wir machen uns ein Grundstück als erstes. Coming soon ist vermutlich die VIP-GS, die es dann später kommen wird. Werden, ja, egal. Dann kann ich mit P also hier sind schon mal zwei Befehle, P claim, das bedeutet einfach nur, ich gehe jetzt auf ein GS und danach schreibe ich P claim und dann gehört es mir. Aber leider ist es schon benutzt, deswegen kann ich das leider nicht machen. Deswegen machen wir P auto und plot me weist uns irgendein anderes Plugin zu. P auto. Okay, das ist jetzt unser Grundstück. Da setzen wir, nein, wir können mit P home slash p home können wir wieder zurückgehen, also auf unser Grundstück. Erst wenn wir mehrere haben, geht es dann glaube ich nicht. Wie auch immer, können wir hier so abbauen und unseren Ding machen. Dann, was gibt es denn hier noch? Gehen wir am besten mit slash spawn wieder zurück. Die Teamspeak IP Jump'n'Run wurde leider abgeschafft, deswegen und war zu laggy. Dann gibt es ja auch noch One vs. One, zeige ich euch dann später. Die Farmwelten gibt es dann auch noch. Die Farmwelten sorgen einfach nur dafür, dass man sich irgendwo hinwerbt und danach kann man dort farmen. In diesem Falle sehen wir hier ein paar Farmwelten, also ein paar Sachen, die ein bisschen abgefarmt worden sind. Oder da, ja, hier kann man es auch sehen, dass hier irgendwas kaputt gemacht worden ist. Die können dann hier ab einer bestimmten Grenze farmen. Und nicht sehr, sehr praktisch, genau hier sehen wir die Sache, was hier abgenutzt worden ist. Wie auch immer, hier ist nochmal der Ebola-See. Dann gilt das gleiche auch für den Nether, kann ich euch nochmal zeigen, oder ja, ist eigentlich egal, der Nether ist jetzt unwichtig, finde ich. Dann gibt es hier die Shopwelt. Die Shopwelt finde ich ganz, ganz schön, weil da kann man die gefarmten Sachen auch verkaufen. Wir gehen jetzt mal hier zur Erde hin und verkaufen mal unsere Erde. Wir hauen aufs Schild drauf, ganz wichtig, das ist zum Verkaufen, das ist zum Kaufen. Wir wollen jetzt zwei Erde kaufen, dann haben wir zwei Erde gekauft, wie ihr es sieht. Wir haben vier Erde und vorhin hatten wir zwei. Dann wollen wir jetzt ja, die Erde verkaufen. Wir schreiben hier zum Beispiel 3 hin im Chat. Einmal aufs Schild hauen, nicht klicken, hauen. Und dann haben wir nur noch eine Erde und das haben wir für einen 6 Cent verkauft. Ja, ist eigentlich nicht viel. Wir haben als Starterbonus 30 Dollar ungefähr, also 27 Dollar. Ja, egal. Es wird in Euro umgerechnet und in Dollar wird es dann später umgewandelt oder so. Keine Ahnung, sowas in der Art. Auf jeden Fall haben wir so grob 30 Dollar, damit können wir Anfang nicht so vieles machen. Am Anfang müssten hier, denke ich mal, diese Gold in jetzt auf die Kisten schweben. Keine Ahnung, warum es jetzt hier nicht mal ist. Ich tue jetzt einfach mit meinem zweiten Account, also auf meinen Admin-Account, tue ich jetzt später dann ja diese Rahmen hin und dann klebe ich das an die Wand. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit und dann packe ich immer das Item rein, was da sein soll. Wie auch immer. Hier brauchen wir jetzt fürs Erste nichts und deswegen gehen wir auch jetzt wieder weg. Slash Spawn. Was gibt es denn hier noch? Eine PvP-Arena, da werden kämpfen die Leute. Also ich zeige es euch nochmal. Die Leute, die jetzt einfach ganz viele gefarmt haben und wollen einfach so kämpfen, dann können die jetzt kämpfen. Also erst ab dieser Linie, ganz wichtig. Und hier können die noch ein paar Sachen kaufen. Ist jetzt auch nichts Großes, aber es sind halt diese Sachen, die dazu kommen. Also es kommen immer mehr Sachen dazu, wie zum Beispiel,
Eins vs. One kam vorhin nicht und ich habe euch nicht die Mall gezeigt, da wo sich die Spieler dann was mieten können. Die Bank, die Mall, ja, hier. Das ist die Mall, und hier können sich Spieler was mieten. In diesem Falle wurde das jetzt 118 Tage gemietet von Sendrix.de, das ist unser Admin. Aber ich denke mal, das ist egal, das kann der ruhig behalten. Dann hat es da eben ein paar Gäse. Oben hat es nochmal was. Ich zeige es euch mal ganz grob. Essen wir ganz kurz was und dann gehen wir hoch. GG, also unsere Supporterin ist wieder da. Also hier kann man sich auch was mieten. Muss ich alles noch einstellen mit den Schildern mit Simple Region Market. Ich will es einfach mal so grob zeigen, was es hier so gibt. Und also für die erste Folge will ich euch einfach nur eine Sache zeigen, was es hier gibt und nicht mal so eine Montage oder so. Ich zeige euch am besten mal die Nether Farm Welt. Ja, wie gesagt, erst ab da vorne kann man das erst machen. Spawn. Wie es da mit den Bewerbungen abläuft. Viele kommen ja drauf und wollen sich als Supporter bewerben. Aus dem Grund werden wir keinen Supporter mehr verleihen. Ja, die Leute fragen einfach so viel nach Supporter und danach liefen die sofort wieder. Nur weil hier so viele ihren Rang haben. Also ich habe es ein bisschen übertrieben mit den Supportern. Ich habe einfach jeden Supporter gegeben aus dem Grund, ja, weil ich dachte, die sind gut, aber das muss ich jetzt sehr vielen entziehen aus dem Grund. Die sind halt unaktiv und wollten einfach nur den Rang haben. Wie diese Leute da oben sind, bin ich sehr, sehr aktiv, zocken gerade auch lang und unsere andere Leute sind halt entweder in der Schule oder ja, sind gerade nicht da. Wie auch immer, also ich finde, gerade der Server baut sich gerade noch auf und hat schon Potenzial aus meiner Sicht, weil wir können jeden Tag was Neues machen und es gibt einfach neue Probleme zum Lösen und alles drum und dran. Bewerben könnt ihr euch natürlich auch, kommt drauf an, was für ein Posten. Als YouTuber würde es noch Platz geben, also gibt es immer Platz. Und als Supporter muss ich gucken, vielleicht nächste Woche oder so, aber bewerben könnt ihr euch immer und ich sehe jetzt schon, der zweite Support ist reingekommen. Aber wie gesagt, wir können uns dann, also da wo ihr mich auch noch immer sieht oder so, bin ich meistens auf Mondopia. Also mc.mondopia.de ist natürlich auch in die Videobeschreibung, einfach mal reinschauen. Und eigentlich war es das schon mit der ersten Folge. Wir werden einfach in der nächsten Folge farmen. Ich wollte hier euch ganz kurz hier mal so einen groben Überblick zeigen. Und wir sehen uns. Ciao.